Hi und Jess, willkommen zu einem neuen Video von Max unterwegs. Und ich glaube, es kommt wieder mal ein kleines Hotelvideo. Man darf wieder für touristische Zwecke verreisen und Hotels nutzen. Und mein Start ist hier im Gasthof Hirsch ins Frollenhaus in der Nähe von Bad Wildbad. Und wie es hier aussieht, das siehst du gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Chill your life. Max unterwegs. Your life. Was also total cool und genial ist, ist hier dieses Willkommenspäckchen für die Corona-Zeit. Hier kannst du die Getränke und alles, was du so nutzt, einfach nur abzeichnen und das wird dann später beim Checkout wieder alles abgerechnet. Das heißt, beim Abendessen einfach aus dem Kühlschrank die Getränke selber rausnehmen und ja, da ist einfach Vertrauen angesagt. Es gibt hier, ganz toll, keine Plastik, sondern richtige Stoffhandschuhe. Damit kann man sich bedienen am Buffet. Und was total nett ist, ist das hier, der kleine Stift, mit dem kann man sich den Kaffee rauslassen. Man braucht keinen Finger dazu. Geniale Idee. Und jetzt geht's erstmal zum Abendessen. Ich kann es immer nicht glauben. Ich sitze hier in einem Hotel im Restaurantbereich und darf essen. Ich bin überglücklich. Und die haben es ja echt toll gemacht. Da gibt es so Handschuhe dazu, wo man sich am Buffet dann bedienen kann. Also es wird auch nichts an den Tisch gebracht, sondern man kann sich wirklich am Buffet bedienen. Und klar, mit Maske natürlich. Und man hat so schön Handschuhe eben. Und es sieht total auch irgendwie edel aus. Und ja, ich genieße jetzt mein 3-Gänge-Menü mit Suppe, Salat, Hauptspeise und sogar Dessert. Eigentlich sind es dann sogar fast 4 Gänge. Und ja, mit dieser herrlichen Aussicht hier im Gasthof Hirsch Frollenhaus. Die Suppe schmeckt cremig, würzig, der Salat ist frisch, knackig, mit zum Beispiel frischen Pilzen. Zur Hauptspeise stehen zur Auswahl Hirschgulasch, Schweineroladen, Nudeln, gefüllte Paprika, Knödel und Kohlrabi. Und das Dessert schmeckt einfach richtig nussig. Die Getränke sind äußerst moderat und können selbst aus dem Kühlschrank geholt werden. Sitzmöglichkeiten gibt es hier nicht nur auf der wunderschönen, sonnenverwöhnten Terrasse, sondern auch in den 3 Innenbereichen wie dem Wintergarten. Die Halbpension bekommst du hier bereits für nur 12 Euro Aufpreis und dieser lohnt sich auf jeden Fall. Auch die Zimmerpreise sind günstig und Frühstück ist bereits inklusive. Bei den Zimmern stehen den Gästen 3 unterschiedliche Zimmervarianten zur Verfügung. Wir hier in meinem Zimmer sind sogar Toilette und die ebenerdige Dusche getrennt, sowie bieten alle Zimmer kostenfreies WLAN und einen Balkon. Ich befinde mich jetzt hier im kleinen Wellnessbereich auf dem Dorfplätzle hier im Gasthof Hirsch im Sprollenhaus. Und wenn dann endlich mal die Corona-Zeit vorbei ist und man auch wieder in die Sauna gehen darf, dann gibt es hier ein richtig kleines, schönes Dorfplätzchen, wo man hier in die Sauna gehen kann. Das kann man für sich persönlich selbst reservieren und hat dann die ganze Anlage für sich alleine. Leider darf ich es hier selber jetzt nicht austesten wegen Corona, aber ich darf hier für dich exklusive Aufnahmen zeigen. Und es ist klein, aber es ist wunderschön. Man kann hier total relaxen. Ich würde am liebsten jetzt hier in diesen Whirlpool reinspringen. Und ja, was es alles so gibt und was man jetzt erleben kann, das wirst du jetzt sehen. Das Saunadörfle bietet neben einer Infrarotsauna auch eine finnische Sauna, bei der man den Aufgussduft sogar selbst auswählen darf. Und in der Decke glitzern bunte Glassteine im Licht. Auch sonst steckt hier die Liebe im Detail. So gibt es typisch wie eben auf einem Dorfplatz Hennen, aber auch ein altes Waschbrett ist vorzufinden, Skier oder einen Briefkasten. Selbst im Solarium ist der Boden mit Sand ausgelegt und mit Muscheln dekoriert. Weitere Ruhemöglichkeiten finden Gäste im Ruheraum mit Entspannungsmusik und Film. Auch der beheizte Whirlpool lädt zum Relaxen ein und lässt den Alltag schnell vergessen. Im Außenbereich sind weitere Liegestühle und eine überdachte Sitzecke mit Blick auf den Schwarzwald vorhanden.
bleibt noch das Frühstück, welches ebenfalls überzeugen kann. Säfte, Rührei, verschiedene Käse und Wurstsorten, Aufstrich und guter Kaffee lassen den Tag perfekt starten. Der Gasthof Hirsch kann mit seinem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als überzeugen. Das war's von mir, bis bald im Gasthof Hirsch, dein Max.